Musik von Engelbert Humperdinck ist eine Beseelung. Die kann man nicht schreiben, die muss man träumen. Und ich glaube sogar, dass er auch in Farbe träumt. Und es sind genau diese Punkte, die mich so berührt haben, dass ich beim Dirigieren Gänsehaut kriege. Humperdinck ist ein Könner gewesen in Instrumentation und in Gesangsbehandlung. Und er hat ein gutes Mittelmaß gefunden, mit diesem vollen, weichen Orchester uns auch genug Freiraum zu geben, gerade auch unter der Leitung von Sebastian, uns auch hörbar zu machen. Also wir werden nicht zugekleistert vom Orchester. Aber andererseits ist bei dieser Rolle schon verlangt, dass man ein gewisses Volumen in die Stimme legt. Und es sollte eine gewisse rundere, tiefere, angesetztere Farbe sein, die Männlichkeit verströmt. Ich finde, es ist eine unglaublich abwechslungsreiche Musik. Mischt Volkstumhaftes mit tief empfundenem. Jetzt, wie der Herr Weigel das dirigiert, ist natürlich noch mal eine Stufe weiter, finde ich, weil er es so unglaublich empfindsam macht. Also wirklich die inneren Welten spürbar macht, ist, glaube ich, ein großer Gewinn. Da würde Humperdinck, glaube ich, aus dem Grab herausspringen und Herrn Weigel in den Arm nehmen und sich bedanken, glaube ich. Humperdinck hat selber mal gesagt zu sich, na, wo bleibt denn die dreisätzige Sinfonie? Ja, stattdessen sitzt man hier und schmiert Parsifal-Nachklänge. Man kann sich natürlich die Frage stellen, ob Humperdinck bei Wagner abgeschaut hat. Reden wir mal vielleicht über das Schwertmotiv bei Wagner im Siegfried. Wir kennen das alle, bom, 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 bim. Ein sehr starkes martialisches Thema. Und das Königsschwert des Königssohns bei Humperdinck hat auch ein Schwertmotiv. Das heißt, badadidim, babam, Schluss. Und das geht dann durchs ganze Orchester durch. Dodidum, babam, Bratsche, Geige. Für mich ist der Königssohn bestimmt einer, der in seiner Erziehung so die ein oder andere Knute seiner Eltern ertragen musste. Also da wird wahrscheinlich auch gesagt, du bist nicht Mann genug, ein Königreich zu übernehmen. Anscheinend hat sich das bei mir so hineingefressen, dass ich dann eines Nachts dann sozusagen Haus und Hof hinter mir lasse, mich davon stehle und für mich selber erstmal entschieden habe, ein Mann zu werden in der weiten Welt. Ich habe eine hohe ideelle Vorstellung, wie Menschen wohl sind. Und erst im Laufe des Stückes wird mir also immer mehr klar, dass das Gros der Menschen einfach von Argwohn und Misstrauen zerfressen ist. Königssohn ist eine Figur, mit der man sich als junger Regisseur ganz gut identifizieren kann. Das heißt sozusagen so, er sucht was und begibt sich deswegen in die Welt, in den Wald, in was Fremdes. Und da begegnet ihm eine ganz tolle Frau, aber die will nicht so, wie er will. Das kann er nicht aushalten, weil er eigentlich gewohnt ist, dass wenn er sagt, das wird gemacht, wird das sofort getan. Und im dritten Akt macht er dann so einen wunderbaren Weg durch, wo er halt wirklich von einem vielleicht etwas unbedarften Jüngling zu einem wirklich tieffühlenden Mann wird. Für mich persönlich gibt es einige Höhepunkte. Das ist zum einen das Gebet der Gänsemagd.
ein unglaubliches Gebet. Das könnte meinetwegen auch noch 2 Minuten länger sein. Für mich ist auch eine wunderbare Passage das Duett zwischen Gänsemagd und Königssohn, nachdem sie das vergiftete Brot zu sich genommen haben. Durch Daniel Behle so unglaublich intensiv und sehr innig verkörpert. Er ist für mich überhaupt ein Sänger, der diese Rolle eigentlich perfekt begleitet und der es eigentlich ist. Also es ist nicht Daniel Behle, es ist der Königssohn. Und das ist toll.